Ach, ein Hoffederbruch. Das ist ein Schlager. Hm? Ich habe mir die Verlobungsreise viel angenehmer vorgestellt. Ja. Ist dir mein Gruß nicht noch viel mehr alles, was du einmal... Wer ist denn das da drin? Was geht da? Du, ich habe das unbestimmte Gefühl, als wenn mich diese Panne ein bisschen länger aufhalten würde. So. Kannst du mich im Schloss entschuldigen, dass ich später komme? Komm schon. Nach altem Brauch und Sitte nahe ich mit einer Bitte. Esst von diesem Kuchen und trinkt von diesem Wein und möge dieser Kuss nicht euer letzter sein. Ah, da ist er ja. Lieber Harald, sei uns herzlich willkommen. Wir haben schon lange auf dich gewartet. Warum kommst du so spät? Ja, verzeihen Sie, ich glaube, da liegt ein Irrtum vor. Mein Name ist nicht Harald. Ich bin ein Freund von ihm. Ich heiße Hippolyt. Ja, sagen Sie mal, kaltes Wasser haben Sie nicht, ne? Das ist ja kalt. Ah, das ist Ihr kaltes. Ja, das ist unser kalt. Das ist Ihr kältestes. Sehr schön. Sagen Sie mal, Herr Graf, ich wollte eine Frage an Sie. Wie heiß ist so Ihr heißes? Na, lassen wir es, ne? Ich spreche mal nicht drüber. Ja, also der Harald darf natürlich da von dem Wein und dem Kuchen, nicht wahr, darf der nie was erfahren. Nein. So, nun geht. Oh mein Gott, Herr Graf, ich meine, gern geht Ihre Tochter ja nicht. Ich meine, muss das sein? Natürlich, das ist Landessitte. Wieso? So wie meine Tochter Sie vorhin irrtümlicherweise begrüßt hat, ja. Muss sie Ihren richtigen Bräutigam ja erst recht begrüßen. So, muss sie das. Ja. Schöne Sitten.